Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu unserer nächsten Gute-Nacht-Geschichte. Heute lese ich euch vor Das gescheite Mädchen. Es war einmal ein Mädchen, das war klüger als der König und all seine Berater. So etwas hatte es nie zuvor gegeben und ihr Vater war so stolz auf sie, dass er sich überall mit ihrer Klugheit brüstete. Er konnte seine Zunge einfach nicht im Zaum halten. Eines Tages rühmte er sich vor einem seiner Nachbarn und sagte: Das Mädchen ist so gescheit, dass nicht einmal der König ihr eine Frage stellen könnte, die sie nicht zu beantworten wüsste, oder ein Rätsel, das sie nicht lösen würde. Zufällig hörte der König, der an einem Fenster in der Nähe saß, was der Vater des Mädchens sagte. Am nächsten Tag ließ er den Mann zu sich kommen. Ich hörte, dass deine Tochter so gescheit sein soll, dass niemand im ganzen Königreich es mit ihr aufnehmen kann. Stimmt das? Fragte der König. Ja, sagte der Mann, denn das war die Wahrheit. Und ihr Geist und ihre Klugheit konnten gar nicht genug gepriesen werden. Der König freute sich, dies zu hören. Er hatte 30 Eier. Sie waren frisch und gut, aber es bedurfte einer gescheiten Person, um aus ihnen Küken schlüpfen zu lassen. Er ließ seinen Kanzler die Eier holen und gab sie dem Mann. Bring sie deiner Tochter, sagte der König, und lasse sie für mich ausbrüten. Wenn es ihr gelingt, bekommst du einen Sack voller Gold für ihre Mühen. Wenn nicht, bekommst du eine Tracht Prügel für deine Prahlerei. Der Mann war in Sorge, als er das hörte. Aber er war fast sicher, dass seine Tochter so gescheit war, dass sie die Eier ausbrüten konnte. Er brachte sie ihr und erklärte ihr genau, was der König verlangt hatte. Es dauerte nicht lange und sie wusste, dass die Eier gekocht waren. Sie erklärte ihm, was für einen bösen Streich der König ihm da gespielt hatte. Er hörte schon den Spott seiner Nachbarn, wenn er die Prügel bekäme. Aber das Mädchen beruhigte ihn. Geschlafen. Und mach dir keine Sorgen, ich finde bestimmt einen Ausweg. Dir wird nichts geschehen, und wenn ich selbst in den Palast gehe und die Prügel an deiner Stelle einstecke. Am nächsten Tag gab das Mädchen ihrem Vater einen Beutel mit gekochten Bohnen und bat ihn, zu einer bestimmten Stelle zu gehen, an welche der König jeden Tag vorbeiritt. Warte, bis du ihn kommen siehst, sagte sie, und dann fang an, die Bohnen auszusehen. Dabei sollte er so laut rufen, dass der König es nicht überhören konnte. Der Mann nahm den Beutel mit den Bohnen und ging zu dem Feld, von dem seine Tochter gesprochen hatte. Als er den König kommen sah, fing er an, die Bohnen auszusehen. Dabei rief er laut: Komm, Sonne, komm, Regen, Himmel, lass aus diesen gekochten Bohnen eine gute Ernte wachsen. Der Ko König war überrascht, wie jemand glauben konnte, dass aus gekochten Bohnen etwas wachsen würde. Er erkannte den Mann nicht sofort wieder, denn er hatte ihn nur einmal gesehen. Und so hielt er sein Pferd an, um mit ihm zu sprechen. Armer Mann, sagte er, wie soll aus gekochten Bohnen etwas wachsen? Weißt du nicht, dass das völlig unmöglich ist? Nichts, was der König befiehlt, ist unmöglich, antwortete der Mann. Und wenn Hühner gekochte Eier ausbrüten können, warum sollte nicht aus gekochten Bohnen eine gute Ernte erwachsen? Als der König dies hörte, betrachtete der Mann genauer und erkannte ihn als den Vater der klugen Tochter. Du hast wirklich eine gescheite Tochter, sagte er. Nimm deine Bohnen wieder mit nach Hause und bring mir die Eier zurück. Gern befolgte der Mann den Befehl des Königs und brachte die Eier wieder zum Palast. Der König nahm die Eier zurück und gab dem Mann stattdessen eine Handvoll Flachs. Gib das deiner Tochter, sagte er. Sie soll mir daraus innerhalb einer Woche die Segel für ein großes Schiff machen. Wenn sie das schafft, bekommt sie mein halbes Königreich als Belohnung. Wenn nicht, bekommst du eine Tracht Prügel, die du so schnell nicht wieder vergisst. Der Mann kehrte nach Hause zurück und beklagte sein schweres Los. Was ist? Fragte seine Tochter. Hat der König mir eine neue Aufgabe gestellt? Ja, das hatte er wahrlich. Ihr Vater zeigte ihr den Flachs, den der König ihm mitgegeben hatte, und sagte ihr, worin die Aufgabe bestand. Sei unbesorgt, sagte das Mädchen. Morgen schicke ich dem König eine Antwort, die ihn zufriedenstellen wird. Der Mann glaubte seiner Tochter, ging zu Bett und schlief ruhig. Am nächsten Tag gab sie ihm ein kleines Stück Holz. Gib das dem König. Sag ihm, ich würde ihm die Segel machen. Doch zuerst soll er mir aus diesen Holzstücken ein großes Schiff bauen, damit ich die passenden Segel dafür anfertigen kann. Als der Vater dem König diese Antwort überbrachte, war dieser überrascht von der Schlauheit des Mädchens. Das ist alles schön und gut,
sagte er. Ich entbinde sie von dieser Aufgabe. Aber nimm dieses Glas, bring es deiner Tochter und erklär ihr, dass sie damit das Wasser aus dem Meer schöpfen soll, damit ich trockenen Fußes hindurchgehen kann. Wenn sie das schafft, soll sie meine Frau werden. Wenn nicht, bekommst du eine Abreibung, dass du ein paar Tage nicht sitzen kannst. Der Mann nahm das Glas und eilte nach Haus. Laut weinend beklagte er sein Schicksal. »Was verlangt er jetzt von mir?« fragte seine Tochter. Ihr Vater gab ihr das Glas und erklärte ihr, was der König gesagt hatte. »Keine Sorge«, sagte das Mädchen. »Geh zu Bett und schlaf in Frieden. Es wird dir nichts geschehen und bald werde ich Königin sein.« Beruhigt ging der Mann schlafen und sah seine Tochter im Traum mit einer goldenen Krone neben dem König sitzen. Am Morgen gab das Mädchen ihrem Vater ein Wollknäuel. »Gib das dem König und erkläre ihm, dass ich mit dem Becher das Meer trockenlegen werde. Zuvor aber soll er mit dieser Wolle alle Flüsse stauen, die ins Meer fließen.« Der Mann tat, wie geheißen. Er gab dem König die Wolle und wiederholte Wort für Wort, was seine Tochter gesagt hatte. Da erkannte der König, dass das Mädchen wirklich überaus klug war und ließ es zu sich rufen. Sie erschien in ihrem selbstgenähten Kleid mit ihren groben Schuhen und einer Kappe auf den Kopf. Aber dem König entging nicht, dass sie schön wie eine Blume war. Er wollte jedoch sicher sein, dass sie wirklich so klug war, wie es ihre Antworten gewesen waren. »Kannst du mir sagen, welcher Klang in der Welt am weitesten zu hören ist?« fragte er. »Der Donner, dessen Echo durch Himmel und Erde hallt«, antwortete das Mädchen. »Und eure eigenen königlichen Befehle, die von Mund zu Mund getragen werden.« Diese Antwort gefiel dem König sehr. »Und jetzt sage mir genau, wie viel mein königliches Zepter wert ist.« »Es ist genauso viel wert, wie die Macht, für die es steht«, antwortete das Mädchen. Der König war so zufrieden mit der Antwort, die ihm das Mädchen gegeben hatte, dass er beschloss, sie soll seine Königin werden. Die Hochzeit sollte schon bald stattfinden. Das Mädchen hatte jedoch etwas einzuwenden. »Ich bin nur ein armes Mädchen, und ihr seid der König«, sagte sie. »Es könnte sein, dass ihr meiner überdrüssig oder manchmal wütend auf mich werdet und mich zurück in das Haus meines Vaters schickt. Versprecht mir, dass ich, wenn das geschehen sollte, das mitnehmen darf, was mir im Schloss am kostbarsten ist.« Der König war bereit, ihm zuzustimmen, aber das Mädchen war erst zufrieden, als er ihr sein Versprechen schriftlich gegeben hatte. Dann gab es ein prachtvolles Hochzeitsfest und sie zog als Königin in den Palast. Als die Königin noch ein Mädchen vom Lande gewesen war, war sie mit dem einfachen Leben zufrieden gewesen. Jetzt aber wollte sie nur noch die allerfeinsten Kleider und Juwelen tragen, denn das schien ihr angemessen für eine Königin. Aber der König war von Natur aus misstrauisch und glaubte, dass seine Frau sich nicht für ihn, sondern nur für die schönen Dinge interessierte, die er ihr bieten konnte. Eines Tages wollten der König und die Königin zusammen ausreiten. Dabei nahm sich die Königin so viel Zeit zum Anziehen, dass der König lange warten musste und sehr ärgerlich wurde. »Du interessierst dich nicht für mich, sondern nur für Juwelen und feine Kleider«, brüllte er. »Wenn sie dir so viel wert sind, nimm sie mit ins Haus deines Vaters. Ich brauche eine Frau, die sich für mich interessiert und nicht für meinen Besitz.« Das Mädchen war bereit zu gehen. »Ich werde im Haus meines Vaters glücklicher sein, als ich es war, bevor ich dich zum ersten Mal traf«, sagte sie. Dennoch bat sie ihn, noch eine letzte Nacht im Palast verbringen, um mit dem König zusammen essen zu dürfen, bevor sie nach Hause zurückkehrte. Der König war einverstanden, denn er liebte sie noch immer, obgleich er sehr verärgert war. Die beiden aßen zu Abend und zum Schluss nahm die Königin einen goldenen Becher und füllte ihn mit Wein. Als der König nicht hinschaute, schüttete sie ein Schlafmittel in den Becher. Nichts ahnend trank der König den Wein bis zum allerletzten Tropfen und sank in einen tiefen Schlaf. Die Königin ließ ihn zum Haus ihres Vaters tragen und dort in ihr Bett legen. Als der König am nächsten Morgen erwachte, war er sehr überrascht, sich im Häuschen des Landarbeiters wiederzufinden. Er richtete sich auf und schaute sich um. Sofort kam das Mädchen herbei. Sie trug wieder die groben Kleider aus der Zeit vor ihrer Hochzeit. »Was bedeutet das?« fragte der König. »Wie bin ich hierher gekommen?« »Mein lieber Ehemann«, sagte das Mädchen, »du hast mir versprochen, dass ich das, was mir im Palast am kostbarsten ist, mitnehmen kann, falls du mich in mein Vaterhaus zurückschicken solltest.
und das Kostbarste auf der Welt bist du für mich. Da konnte der König ihr nicht länger böse sein. Er nahm sie in die Arme und sie küssten sich zärtlich. Sie kehrten in den Palast zurück und von dem Tag an lebte der König und seine kluge Königin glücklich bis an ihr Lebensende. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht.